Evangelium gepredigt wird in der Gottes.
Herzens frei,
helfen einer mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihn 30 Silberlinge. Und von wem an suchte er Gelegenheit, dass er ihn verriete? Thank you.
ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesus und sprachen zu ihm. Verriet und sprach, bin ich selbst.
Thank you.
Herde den Herden schlagen, ohne Schafe der Herde werden sich zerstreuen. An dir ärgerten, so will ich doch mich nimmer mehr ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht,
Thank you.
Darauf sein Angesicht und
Dieser Welt gekommen.
aber schlafen, und ihre Augen waren voll Schlafs. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselbigen Worte. Da kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Thank you.
Ältesten sich versammlet hatten. Petrus aber folgete ihm nach von fern, bis in den Palast des hohen Priesters, und ging hinein und setzte sich bei den Knechten, auf das er sehe, wo es hinaus wollte. Die hohen Priester aber und Ältesten und der ganze Rat suchten falsche Zeugnis wider Jesu, auf das sie ihn töteten und fuhren keines. Thank you.
sprach zu ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagest, ob du seiest Christus, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm: Du sagest, doch sage ich euch, von nun an wird geschehen, dass ihr sehen werdet des Menschen gehört. Was dünket euch? Sie antworteten und sprachen: Du bist auch ein Gott, der Leben bleibt.
genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet war der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel. Und haben sie gegeben um einen Köpfer Sackkorn, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Thank you.
wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch so losgebe? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle:
und sprachen: Aus dem und wusch die Hände vor dem Feuer und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet ihr zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Thank you.
Landpflegers Jesum zu sich in das Richthaus und sammelten über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legeten ihn einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seiner rechten Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Kyrene, mit Namen Simon, den zwangen sie
Thank you.
das Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es ihm her. Komm, süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu, gib es ihm her. Thank you.
sie das hörten, sprachen sie: Wir brauchen Elias. Und da blieb einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen aber sprachen: Acht, acht, das Seelen, ob wir ihn das Wappen und ihn helfen. Aber Jesus schrie mal laut: thank you.
Jakobi und Joses und die Mutter der Kinder Zebedei. Am Abend aber kam ein reicher Mann von Arimathea, der hieß Josef, welcher auch ein Jünger Jesu war. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm ihn geben. Seele, bitte du,
widmete ihn in ein Reinleinwand und legte ihn in sein eigenes Grab, welches er hatte lassen in einen Felshäu und wälzete einen großen Stein vor die Tür des Grabes. Nach dem Rüsttage kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilatus und sprachen: Nun ist der Herr zu.